So, Devil's Outpost sollte dann hier oben irgendwo sein. Dann machen wir die Quest. Wir hier runter. Na komm, die haben wir jetzt auch noch so rum. Ganz schön niedlich. Vielleicht sind wir noch aus. Doch nochmal ein Feuerball. Wobei Feuerball irgendwie. Meteorschauer hat ja auch viel gebracht. Okay, doch. Manchmal macht es viel Schaden, manchmal macht es nicht viel Schaden. Die ganzen Gegner hier mit ihren Fernkampfzeugs. Ich bin übrigens mal sehr gespannt. Got it. Death Maze. Okay. Twitch hat angekündigt, dass alle Affiliates, oder das heißt nicht alle Affiliates, mal gucken, dass Affiliates diese Woche dass man die ab dieser Woche subben kann. Ich bin mal sehr gespannt, ob ich dazugehöre. Zaubern das mal. D4 plus 11, 5 Dings, aber die hat ja jetzt so eine super. Ja, 10 bis 20 Feuerschaden ist einfach viel krasser und 25 Might. Da kommen wir jetzt eine Weile nicht mehr gegen an. 13 Endurance. Vielleicht gegen die 7 Personality. Vielleicht gegen die 11 Rüstung. Das Devil's Outpost. Demon Lair. Devil's Outpost. The faint smell of brimstone and the sounds of creatures talking in a strange language drift from the entrance of this cave. Wir versuchen es mal. Devil of Bar. Also viel Damage machen sie auf jeden Fall. Ich glaube, Feuer macht einfach nicht so viel Schaden bei denen.
Devil's Plans? Achso, das ist das, was wir. Das ist das Quest-Item, ne? Difficult to understand. Strange language. Das war's schon, oder? Kaputt, irgendwie machen die so wenig Damage. Nö. Die sind anscheinend einfach nur schwer zu treffen. Nee, Inferno bringt irgendwie nichts. Wie viele Gegner sind denn hier? Yes, we got it. Sehr gut. Das war's. Lambo. Sehr gut. So, dann haben wir die Quest auf jeden Fall mal fertig. Ich glaube, wir gehen jetzt aber hier noch ein bisschen weiter und gucken mal, ob wir noch was finden. Da oben geht auf jeden Fall das Schneegebiet weiter. Da waren wir auch noch nicht. Hey, Marinecraft. Scheint irgendwas zu sein. Wir hatten ja von so einer Hütte gehört, wo es darum ging, dass der Winter aufhört. Vielleicht ist das die? Hype! Ja, Hermit on the Mountain. Stromgard needs a miracle with the weather, eh? All this time I thought he was the one responsible for making it snow continually. I can break the enchantment on the weather easily, and if you hurry back to him, I'm sure you can claim responsibility. Achso, du musst ihn einfach nur kurz fragen, Entschuldigung, kannst du mal hier mit dem, ne, das Wetter und so? Ja klar, dann hört's jetzt auf zu schneien. So einfach war das? Ich hab schon das geahnt, nachdem der erste daran gestorben ist. Ich dachte so, ich muss es einfach testen, ob wir uns jetzt killen können, indem wir da alle trinken. Kannst hier gerade Wetter und so? Ne? Ja, so einfach kann's gehen. Einmal Wetter, kommt sofort. Na, nee, die stehen nicht mal ansatzweise nah genug beieinander. Oh.
haben wir denn hier? Haze. Achso, Haze ist gar nichts. Das ist nochmal was anderes? Oder wieso ist hier nicht Haze mit drauf? Das lese ich jetzt nicht vor. Du fall um. Wie wählt der denn aus? Die haben nicht viel AP, aber die kriegen einfach keinen Schaden. Habe ich noch genug für einen Meteorregen? Nee, ne? 62 habe ich noch. Was kostet der? 20? Okay, den kann ich echt öfter benutzen. Yeah. Hätte jetzt irgendwie an 80 gedacht. So, was haben wir hier für eine Festung? You're not a follower of Bar. Be gone! Okay. Darf man anscheinend nicht rein. Die anderen Bar-Tempel, die habe ich einfach gestürmt, alle getötet, die da drin waren. Und hier ist dann so, ne? Darf's nicht. Und wir dann so, boah, dann drehen wir uns eben nochmal um. So, hier den Buff will ich natürlich haben. So anstrengend, wiederbelebt zu werden. So, dann dann gehen wir mal die beiden Quests ab. Weiß gerade nicht so richtig. Können wir einfach nach Whitecap? War das da direkt irgendwie? Mit dem Wetter? Wer wollte das? Achso, jetzt hat sie das Resistenzding gar nicht bekommen. Naja, egal. Das war der König hier im Südosten, ne? Oder war das der hier oben im Nordosten? Gehen wir erst zu dem Nordosten. Ich bin mir immer nicht sicher. Ich glaube, es war der andere. Dann fliegen wir eben nochmal rüber. Wenn wir nochmal bei dem anderen, bei dem Brunnen vorbeikommen, dann mache ich das nochmal. Wenn wir dran denken. Ging aber immer grad schnell. Hey William.
His Grace, Eric von Strongard. Er wollte das, okay. Marquis of the Northern Marches. Ja, es hat aufgehört zu schneien. Sehr cool. Dann haben wir die Quest nämlich auch fertig. Greetings and salutations. So, und dann die andere Quest war hier südlich von Free Haven. Ja, wir können hinterher trainieren, wir können danach wahrscheinlich wieder Level aufsteigen. So, da können wir ja mal schnell rüberfliegen. Tschüss, Mages. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen und Mitmachen. Nächste Woche werde ich, wird es wahrscheinlich dann erstmal ausfallen, aber wir finden schon noch einen Termin. Bis dann. Hold. Duke Osric Temper. Lord of the West and foremost knight of the realm. I give you my full support in the council. Hopefully the council will actually do something for once. So, dann können wir nämlich jetzt nochmal gucken. Wir haben jetzt fast alle Council-Leute, glaube ich, schon mittlerweile auf unserer Seite. Halt natürlich noch nicht alle, aber schon ziemlich viele. So, die sprengen wir noch, einfach nur, weil wir es können. Ich das ganz witzig finde. Fix the price of all 9 stables. Ich glaube, die haben wir noch nicht, weil es gibt immer noch ein paar Städte, bei denen wir gar nicht waren. Mit den Dragon Towers, glaube ich, ist es genauso. Setchers können wir dementsprechend auch noch nicht machen. Das war's. Das sind aber alle Quests, die wir momentan haben. Dann gehen wir erstmal trainieren. Irgendwie witzig, hier durch die Gegend zu fliegen. Den Turm haben wir ja... Einen haben wir mit als erstes, glaube ich, resettet. I think it's closed. So, die machen aber erst um 6 auf. How about some training, okay? Okay. Okay. No way. So. Dann geht's wieder an Skillpunkte verteilen. Ja, ich glaube, wir machen einfach einen hier und einen da. Und einen hier. Das war ein bisschen dumm. Ich hätte lieber Body Magic jetzt erstmal voll machen. Egal. Das geht echt schnell mit den Leveln. Einfach Light erstmal weiter, ja, ne? So, ich überlege gerade, ob wir mal zum Council gehen, mal gucken, wie viel Daumen hoch wir jetzt haben, aber ich glaube, wir brauchen insgesamt... Waren die auf Mist, die Typen? Hat gar nicht mehr. Oder war das ein Silver Cove? Ist ja irgendwie so ein bisschen abseitiges Gebäude. Ziemlich groß.
Haben wir aber recht am Anfang schon. Ne, ich glaube, das ist auf Mist. Ich sehe es gerade irgendwie nicht. Waren wir eigentlich hier? Haben wir hier der Stelle schon Bescheid gegeben? Bestimmt. Hier haben wir die Quest ja bekommen. Aber welches Gebäude könnte das denn sein? Das ist nicht, das ist ein Dungeon. Das hier unten sind die ganzen Magiergilden. Die hatten auch nicht nur irgend so eine kleine Hütte oder sowas. Überleg grad, wenn es nicht hier ist, wo kann denn das dann noch gewesen sein? Wir waren auf jeden Fall da ziemlich am Anfang schon mal. Das hier ist einfach nur die Kirche. Das hier war eben das Dungeon. Eine Sekunde. Ey, vielen Dank. Lass mal gucken. Hochkant Kantholz. Dankeschön. Ich bin auf sowas nie vorbereitet. Sollte ich mal mittlerweile machen. Vielen Dank. So, jetzt muss ich aber trotzdem doch nochmal suchen, wo ist das Council-Ding? Ich finde ganz viel Quests, die einem das High Council gibt, aber ich finde gerade nicht den Ort, wo das High Council Ding ist. Letztendlich ist es auch nicht wichtig, da müssen wir gar nicht hin. Haha, das nenne ich am Boden geblieben, genau. Ach, High Council ist im Südosten von Free Haven. Da hätte ich auch drauf kommen können.
Wir waren halt jetzt in letzter Zeit so oft bei Freehaven, dass ich dachte, das wäre mir aufgefallen, aber es ist so abseits, dass wir da echt einfach nie dran vorbeigekommen sind. Okay, also wir haben noch 2 Daumen runter. So, einmal sie hier. Das ist die Fleise, die Quest, die haben wir schon. Und einmal er hier. Slicker Silvertang. Okay, was der will, weiß ich noch nicht so richtig. Gut, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir haben halt echt, wir haben halt viele Sachen jetzt schon so abgegrast. Was wäre denn das nächst Sinnvolle, uns mal anzugucken? Wir können halt ganz nach Norden mal gehen und den Rest uns vom Schneegebiet noch anschauen. Da waren wir noch nicht komplett. Wir haben, wie gesagt, auch immer noch dieses furchtbare Dungeon im Sumpf. Ich glaube, ich gehe jetzt mal nach Norden. Gucken wir uns den Rest der Highlands mal an. Ach, wir teleportieren uns gerade sowieso so lustig durch die Gegend. Können wir auch noch ein bisschen Weg hier sparen. Und dann gehen wir nämlich jetzt hier mal nach Westen. Da waren wir noch gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können aber auch springen. Komm. Ja. Ich habe halt wirklich gerade keine Ahnung, in welche Richtung wir gehen können, was irgendwie noch angemessen ist für unser Level, was zu stark ist. Wir haben so viele Quests, wo wir im Grunde in allen Städten mal nachgucken müssten. Genau, hier waren wir am südlichen Rand schon, das ist dann Kriegsbeier. Das Wetter haben wir jetzt überall gefixt. Finde ich echt geil, den Typen da oben. Ach, sag doch Bescheid, dass du Schneekacke findest. Ja, dann schneit es jetzt einfach nicht mehr. Hat irgendwie seit 3 Jahren irgendwie durchgeschneit. Oh, das ist zu weit weg. Das hat, glaube ich, richtig reingehauen, oder? Naja, geht so. Doch, doch, das haut richtig rein. Aber alle, die da getroffen werden, sind halt dann schon am Boden. Yeah. Achso, das ist ein Flame Drake, der kriegt da keinen Schaden von. Ah, den ballern wir jetzt einfach nur mit Pfeilen. Zack. Was haben wir denn hier? Shrine of Cold. Ja, ich habe mal irgendwie geguckt, da muss man. Das hat irgendwie mit den Monaten zu tun. Wann man welchen Schrein aktivieren kann. Aber man muss auch irgendwie rausfinden, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, welcher Monat für welchen Schrein irgendwie gut ist und wo die alle sind. Aber irgendwie scheint es so zu funktionieren. Sehr gut.
Da haben wir nochmal Flame Drakes und so, aber die müssen wir jetzt eigentlich auch Bögen einfach kaputt schießen können, oder? So viel halten die nicht aus. Oder den Frost Drake vielleicht raus snipen. Sehr gut. Yes, we got him. Sehr schön. Mal gucken, was das jetzt hier ist. Ob es auch wieder so ein Bartempel ist, wo die einfach sagen, ja, nö, hier geht's nicht rein. Caves of the Dragon Riders. These caves house a strange alliance between human warriors and dragons. The Dragon Towers were built in the towns to ward off these raiders. Wir gucken mal eben. Ich denke mal, die sollten wir dann ja auch schon schaffen, oder? Perhaps this place isn't the right place for us. Nur am Meckern und ihr wollt Abenteurer sein. Was sind das denn für riesige Viecher? Ach du Scheiße. Bin mir gerade unschlüssig. Soll ich vielleicht in den Nahkampf gehen? Haben wir dann eine Chance? Oder machen wir uns dann erst nicht gleich? Man sieht kaum was. Wenn er für sich ist. Ja, ich glaube. Nein. Also. Wahrscheinlich würden wir es irgendwie schaffen, aber es gibt bestimmt noch einfachere Dungeons, die wir zuerst machen sollten. Ich meine, wir waren jetzt schon voll gebufft und so weiter. Und es war jetzt auch erst die erste Gruppe in dem Spiel. Das Spiel hat ja so ein bisschen die Angewohnheit, dass die Dungeons ewig lang dauern und dann wirklich ja immer noch schwieriger und noch schwieriger und noch schwieriger werden. Wobei die meisten Spiele die Angewohnheit haben, noch schwieriger und noch schwieriger und noch schwieriger zu werden. Ach du Scheiße, sind das viele Drachen. Ach du Scheiße, das sind die Minotauren. Ah, Meteoring ist echt super krass. Ich kann aber meinen neuen Heilspell mal probieren. Und sie kann auch mal die AP alle gleichmäßig verteilen. Boah, ey, wie viel Drachen ein so ein Spell killt. Can you talk English? I can give you a tip. I don't really know if I need those tips, hints or tips. Achso, ist Tipp jetzt als Trinkett oder als Hinweis gemeint? But yes, I can talk English. Yes, we got him. Let's fly when. Ah, in turn time. Ah, okay. Yeah, I don't know if it's just an exploit. I wouldn't want to use that, I guess, but thanks anyways. So, wir müssen jetzt hier aber erstmal weg.
I don't think it's intended that you can move in that mode. So, in the game from the... So it's not an exploit. I don't think it's intended either. So, I guess it's a bug and you can use it for your advantage. So, I think it's an exploit. At least from my understanding. Sure. There are a lot of bugs in games that never got patched. Oh Gott, ich hoffe, dass es jetzt der Meteorregen, die alle schnell genug killt. Repair your items. Ah, yes, that's... I'm forgetting this one. Over and over and over again. Bows are broken. I'm too close. Yes, I'm too close. Oops. Oops. Just one last meteor shower and then I go back again. Ja, so viel ist gar nicht kaputt, aber es ist mehr als genug. Good as new. Good as new. Fixed. Der hier. Fixed. There's nothing I can do. Fixed. Ich glaube, wir können schon wieder leveln, ne? Ja, wir können wieder leveln. Speicher mal, bevor ich schlafe. So, neuer Versuch. Boah, ey, es sind noch so viele. Ich glaube, die Drachen sind noch zu weit weg. Ach, ich will eigentlich den Meteorregen hier reinhauen, aber es ist noch... Die ziehen mich jetzt zu weit auseinander.
Ah, broken again. Fixed. Du blöder Minotaurus. So, ich guck noch mal kurz nach kaputten Items und dann, nein. Falsch. Ja. Und dann probiere ich noch mal Meteorregen auf die ganzen Drachen da zu machen. Fixed. So. Ja. Sehr gut. Das war richtig geil. Ich bin einen Tick zu weit weg. Ah, es hat aber doch ganz gut funktioniert jetzt. So, jetzt. Yeah. Yeah. All right, we got him. Und tschüss. Yes, we got him. So, und jetzt nur noch looten. Sehr schön. Das waren echt viele Drachen. Weil können wir dann Level aufsteigen. Tausend verkohlte Drachen. Aha. Do. Lionheart Sword, das kann man noch verzaubern. Oh. Auch verzaubern. Zwar verkaufen. Hm. Ich könnte das irgendwie hier mal besser anordnen. Kann er eigentlich Destroy Undead lernen? I can't learn that. Nö. Glück plus 17.
Die Dinger sind auf jeden Fall ziemlich gut. Das können wir auch verzaubern. Oh. Fixed. Santa gefunden. Oh. Die könnten sogar gut genug sein, um sie zu benutzen. Good as new. Good as new. Boah, das ist ja hier übelst nervig mit den ganzen kaputten Rüstungsgegenständen immer. So, fehlt jetzt hier noch was? Also im Nordwesten zumindest sind wir durch. Ach, was musste man da denn nochmal drauflegen? Ach, macht automatisch den richtigen. Sehr gut. So, dann gucke ich jetzt nochmal kurz die Items durch, ob wir die benutzen wollen. 2D4 plus 8, da hat sie was viel Besseres. Das kann ich, will ich auf jeden Fall nicht benutzen. Das nicht, das nicht. Das nicht. Mace haben wir leider auch schon, super gute. Das kommt auch weg. So, 8 Rüstung, 15 Endurance, 5 Rüstung. Die sind halt an sich schon ziemlich gut. Ich glaube, dann zieht er die einfach an. Ja, 17 Glück. Gürtel mit 17 Glück. Ja, dann lieber mehr Glück als Accuracy. Sechs Accuracy, glaube ich, ist nicht mehr gut genug. 3D, 3 plus 12 und dann noch 1 plus 6 auf Feuer. Ja, es ist echt immer schwer zu sagen. Die Waffen, die wir haben, sind halt wirklich alle super gut. Ah, nee, ich glaube eher nicht. Und das ebenfalls nicht. Die 2 oder 3 Plätze? 2. Ich glaube, draußen baut sich hier gerade ein Gewitter zusammen. Ich muss hier uns jetzt donnern. Ja, wo wir diesen Memory Crystal Epsilon hinbringen sollen, weiß ich auch noch nicht. Gut, dann war es das hier erstmal. So, den schwarzen Fleck, glaube ich, machen wir noch. Und dann war es das aber auch für heute. Der Stream geht schon wieder viel zu lange. Wie gesagt, Samstag dann 18-Stunden-Stream. Morgen mache ich vielleicht nochmal einen Rebroadcast von meinem 24-Stunden-Stream. Muss mal gucken. Wann es dann mit Might & Magic 6 weitergeht, weiß ich noch nicht genau. Weil ich jetzt die nächste Woche erstmal auf jeden Fall Pause machen werde. Da bin ich dann in Berlin. So, Suburban Dragons. No Dragons? Yes, Drakes. Ah, Drakes, Dragons. All the same. Okay, ich geh erstmal zurück. Ich muss noch mal pinnen. Jetzt ist gerade der Buff ausgelaufen und dann sind die so alle so ausgelaugt. Rape him, I already killed some dragons.
I've earned a drink sense now. Just south of, I don't know if it belongs to Dragon Sands, but the sands below, what is it? Blackshire. That's where I was. The sands where Dragshire is. Dragonshire, Blackshire. I killed those. Those were also drakes. Yeah, I don't care. Flying lizards who breathe fire. I killed those. Yeah, you finished it like 15 times. I played the first time. But it's really great to hear it over and over again from people who played it like 15 times before, how I should play this game. You know, if you play it a 16th time, you can play it like you want and you don't have to tell someone else how to play the game. Just saying. So, die blöden Minotauren kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch kaputt. Mal gucken, was das da ist, ob hier noch ein weiteres Dungeon auf der Map ist. Yeah! Minotaur da hinter dem blöden Baum. Geh da zur Seite. Dankeschön. Ich verstehe ganz ehrlich nicht, warum Meteorring so günstig ist. Der kostet 20. Vergleichbare Spells kosten irgendwie 80 oder 100. Ich meine, ich habe mittlerweile 475 Spellpoints, 20 ist nichts mehr. Ich glaube, selbst diese Buffs kosten irgendwie 50 oder so. Die meiste Arbeit übernimmt die Gravitation, ja. Das stimmt wohl. Ja, vor allem laut dem, was bei dem Spell steht, sollte er auch gar nicht so stark sein. Das ist allerdings anscheinend so, dass jeder von diesen Meteor-Dingern wirkt wie ein Feuerball. Das heißt, er hat so, so eine bestimmte Range. Und wenn die halt nah genug zusammenstehen, dann bekommt quasi jeder nicht nur seinen Meteor ab, sondern auch jeder von den anderen Meteoriten. Und so ist der Spell halt dann, weiß ich nicht, 4-5 mal so stark, wie er laut Beschreibung eigentlich sein sollte. Agar's Laboratory. This laboratory is a birthplace for countless horrid experiments. Its remote location was chosen for both safety and secrecy. Okay. Ich glaube, ich mache diesen schwarzen Rand hier noch weg. Wir gucken kurz rein, ob es sich lohnt, da sich das länger anzuschauen. Nur kurz. Nur kurz. Bin ja mal echt gespannt, ob ich dann hinterher Bock habe, noch ein anderes Might & Magic zu spielen, weil die neueren, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre alt, haben mir eigentlich nie so zugesagt, aber das macht mir jetzt echt viel Spaß. Vielleicht dann auch Might & Magic 7, Might & Magic 8 später. Where are we? Ich hab's gerade vorgelesen, wo wir sind.
Okay, die Dinger sind aber nicht stark. Glaube ich zumindest. Das sollte easy peasy gehen, wobei ich schon sehe, dass zwei Räume weiter wahrscheinlich wieder irgendwelche viel stärkeren Viecher warten. Ach Gott. Okay, die sind aber eigentlich eine Etage tiefer. Kann ich die killen von hier? Nee. Kann ich. Wahrscheinlich da, wenn man den Knopf da drückt, dann geht das eigentlich auf und dann sollten die hinter einem dann hochfliegen. Mhm. Ach nein, der Buff ist schon wieder ausgelaufen. Jetzt sind die wieder alle. Oh, die Viecher halten so unglaublich viel aus. Hau ich erstmal ab. Lebt. Als ein Ninja-Metal. Ach Gott, ey, ich hasse die Gegner. Ach komm, nicht schießen, hauen. Gegen so Viecher habe ich halt auch schon mal gekämpft. In dem Fall nervig, wie ihr sehen könnt. Oh Gott. Achso, das war's. Das war quasi nur so eine Falle. Ich dachte, man könnte da unten jetzt auch irgendwie weiter. Wir gehen erstmal pennen.